NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Miriam aus Eckernförde fragte Oma Rosi. Es ist Ende November und schon jetzt ist mein Terminkalender bis Weihnachten rabbelvoll. Ich habe allein 4 Weihnachtsfeiern. Wie schaffst du das? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Jede Menge Weihnachtsfeiern, Chorproben, Glühwein, Weihnachtsmärchen in der Schulaula mit anschließendem Umtrunk, Bastelabende mit anschließendem Umtrunk, nochmal zu Ikea oder Höffi mit anschließendem... Na, ihr wisst schon. Gänseessen, Shopping gehen und Weihnachtsmarkt, ein Kopenhagen-Wochenende mit den Landfrauen, mit der ganzen Familie nochmal in diesem Grindelwald-Film und dann hat ja wahrscheinlich auch noch irgendeine Tanja Geburtstag mitten im Dezember. Ja. Und in 4 Jahren ist zur gleichen Jahreszeit auch noch Fußball-WM. Ja, auch so ein Ding. Guck, guck. Aber ich habe schon wieder das Gefühl, dass... Miriam, ganz ehrliche Antwort, dann heul doch. Oma! Nee, ist doch so. Aber, sind doch schöne Sachen. Und alle Leute sind nur noch an rumjammern, was sie noch alles vorhaben müssen bis Heiligabend. Es tut mir ja so leid, dass ihr so viele Freunde und Bekannte habt und nicht einsam und alleine die Vorweihnachtszeit genießen könnt. Also wirklich? Nee, also ich brauch mal Zeit für mich alleine. Ja. Das ist doch in den meisten Fällen nichts anderes als von Netflix abhängen und Steuer vorsortieren. Gönnt euch doch mal was. Nehmt doch mal wieder an Leben teil. Nehmt doch mal was mit. Was haben wir früher gefeiert? Lasst doch mal das Jahr ausklingen. Mit einem gewaltigen Bums. Pennen könnt ihr noch in Januar. Dafür hat der liebe Gott ihn ja gemacht. So, und du Arsch hoch. Oma, das kannst du doch so nicht sagen. Nein, nein. Omi macht nur Spaß. Uns geht's doch gut.